So Leute, hallo und herzlich willkommen zu Henno reagiert auf Dark Souls Speedrun. Hier bietet es sich wirklich mal an. Ich mag eigentlich Reactions nicht so. Auch wenn ich das wahrscheinlich ganz gut drauf hätte, glaube ich. Aber irgendwie ist nicht so meins. Anyways, hier bietet es sich wirklich an, denn wir haben Dark Souls durchgespielt. Ich weiß ja nicht, wann ihr dieses Video schaut. Da habe ich 38 Parts gebraucht, anderthalb Stunden. Ich sehe schon, die haben die einfach 21 Minuten gebraucht. Okay. Hätte ich mir einige Videos sparen können. Und ich bin 169 Mal draufgegangen. Und meine durchschnittlichen Tries für alle Bosse waren, ich glaube, knapp unter 3. Also 2,8 oder so, keine Ahnung. So, bevor man sich jetzt so einen Speedrun anguckt, muss man erstmal schauen, es gibt verschiedene Kategorien. Es gibt so die ganz normale Standardkategorie. Da ist es halt so, okay, man macht wahrscheinlich nur die Bosse, die man wirklich machen muss. Und es gibt alle anderen. Es gibt generell ganz viel. Das würde ich mir ungern anschauen. Ich würde gerne alle Bosse anschauen. Auf YouTube gibt es dann noch eine Kategorie so glitchless oder ohne Glitches, also irgendwie ohne in eine Wand gehen und dann irgendwie rausdroppen in ein anderes Gebiet und keine Ahnung. Aber das würde ich schon, glaube ich, auch gerne sehen. Das finde ich nice, mindblowing. Der krasseste Dude ist ein Tscheche, der ist eigentlich, der ist anscheinend, heißt der Catalyst oder Catalysts. Der ist sowohl bei All Bosses als auch bei Any Percent Platz 1 weltweit. Allerdings haben wir bei All Bosses Kamul, ein deutscher Landsmann. Und der war sehr, sehr lange Platz 1. Und ich denke, wir supporten den mal und schauen uns sein Video dazu an. Hoppala, oh shit, Google. Also es gibt man Werbung, geil. Okay, also Kamul, leider nur 720p. Aber ich hoffe, es geht klar. Let's go. Hat er gerade einen Charakter erstellt? Ist mit Commentary? Okay. Macht er auf Deutsch oder auf Englisch? Okay, Englisch. R10, schwarze Feuerbomben. Why? Sind die Seelen für euch interessant? Die Seelenanzeige schon, oder? Also da oben steht jetzt nur Dark Souls All Bosses. Ja, dann lassen wir die mal da. Okay, woher hat er die 10 Feuerbomben? Wahrscheinlich anstelle des Generalschlüssels oder so, dass man mit Feuerbomben startet. Aber es sind ja auch die besseren. Okay. Und rechts oben sieht man, wann er als letztes die Bosse gekillt hat, oder wie ist das? Hä? Jo, er macht den. Was machen die an Schaden gegen den? Er killt den einfach. Just you. You can hear, even hear me. Okay. This is normal Dark Souls. Krass. Und den Bogenschützen, den skippt er? Heftig. Okay. What the fuck? Er hat den einfach mit den Bomben da weggemacht. Okay. Oh lol! Der weiß genau, wo er stehen muss, dass er nicht gehittet wird. Okay, also wir haben jetzt hier eine schöne Stunde, machen es uns bequem. Der fightet die nicht mal, der rennt einfach durch. Für mich ist so das Interessanteste. Ich meine, ja, schnell hier durchhopsen und so, klar, okay, dodgen und was weiß ich. Aber, also wenn man mal überlegt, man braucht ja auch das Equipment und das Level, um irgendwann die Bosse zu killen. Was macht der jetzt? When I go to Guardian with a real sword, that's nice. Reload? Why? I had two real swords. One got to four kings, where I died to the swipe attack. Warum hat er jetzt The other one gereloadet? died to Guardian because Guardian was not nice. Warum reloadet man da? Es gibt auch die Seele, okay. Okay, also als nächstes Gargoyles. Nee, Taurus-Demon. Ja, Taurus-Demon, klar.
Auch mit den Bomben wahrscheinlich. Auch einfach 5 Stück, oder? Das ist ja Bastard. Okay, er hat aber jetzt ein Schwert. Ja, die Quali ist leider ein bisschen shitty, aber ich meine, darauf kommt es jetzt auch nicht primär an, oder, Leute? Ich meine, ich könnte mir jetzt auch den Tschechen angucken. Der hatte, glaube ich, 1080p, aber dann lieber hier den Landsmann unterstützen, oder? Vielleicht kriegt... Reloadet der immer? Was ist die Mechanik dahinter? Ach, der spart... Main Guardian is pretty dang annoying. Spart der Estus für... If you wanna do him first. Hä? Hat er den Händler gekillt? Und den Loot bekommen? Wo ist er denn jetzt? What the fuck? Der ist hier unten? Mailbreaker, Reload. Und dann resetten, glaube ich, die Mobs. Weil er wurde ja gerade... Jo, guck dir das an. Und dann skippt er die einfach weiter. Alter, was? Jetzt geht er zum Magier hier. Nochmal damit die resetten. Und dann muss er nur den Wolf killen, glaube ich. Das ist ja gestört. Jo, der Hund ist ja noch da. Hä? Er muss nicht mit dem reden. Okay. Aber er kriegt doch das Magier-Set, ne? Das braucht er wahrscheinlich nicht. Ja, also, er wusste einfach genau, wo er die hinfeuern muss, um den Händler zu killen. Okay, ich glaube, er reloadet immer, damit sich die Gegner, die NPCs, resetten. Wie kommt er an dem vorbei? Treten. Das ist ja gestört, was er macht, ey. Das war knapp. Okay. Warum ist ihm das wichtig? Was hat er hier? Hm, wahrscheinlich um später. Lol, einfach über die Mauer. Ey, vor allem, wenn sowas ja mal nicht... Das geht? Finde ich frech. Vor allem, wenn sowas mal nicht klappt, dass er da zum Beispiel über die Mauer oder so springt, weil er Fettfinger hat. Wie nervös ich immer beim Springen bin. Okay. Wie macht er den? Er hat... Ah, er war in der Kiste und... Okay, Blitzschaden auf sein Schwert. I played all the Souls games, yeah. Oh, ich habe alle Souls games gespielt, klar. Okay. Ah, durch die Beine kann man bei dem gehen. Okay, das macht es einfacher. Oh, staggered. Ja, okay, hä? Krass. Ist es Flat Damage, der da drauf kommt? Muss ja. Okay, dann ist das ja am Anfang komplett broken. Crazy, Alter. Junge, hier war ich im zweiten oder dritten Part, ey. Okay, jetzt kommt der Drache. Hä? Hey, aber an dem stirbt er doch, oder? Wenn man da ganz am Rand steht, nicht? Lol. Ich dachte mal, man muss runtergehen. Hä? Wenn man den anschießt, droppt er hier runter? Er will das Schwert von seinem Schwanz. Hä? Und während der Animation switcht er die Waffe? It changes it because you don't go to... Ah, jetzt sind Schwarzritter, um da lucky zu sein und eine krasse Schwarzritterwaffe zu bekommen, oder wie? Catacombs. Ja, in Firelink one. Was macht er? Ich komme nicht mit, der switcht die ganze Zeit die Waffen. Ich wollte gerade sagen, wie pariert er denn? Hat er so ein Parierdolch, ne? Weil er hat ja kein Schild. Exact amount that I need, what the fuck? Ja, what the fuck, ich bin... Alter, okay. Und zweihändig kann das führen. Und er hat so einen Charge Attack und one-hittet die einfach. Das ist ja geisteskrank. Jetzt hat er einen Fahrstuhl freigeschaltet. Okay. Und reloaded. Warum? Ja, wo spawnt er jetzt, wenn er auf dem Fahrstuhl sich ausgelockt hat, der runterfährt? Ah, er wollte ihn nur runterschicken für später. Krass.
Aber ich durchschaue es ja auch direkt, ne? Ich glaube, hier sitzen ganz andere Leute, die komplett lost wären. Bin ich early. Ich kann natürlich auch Scheiße labern, aber das sehen wir dann später. So. Gargoyles. Ja, krass. Ey, wie ich an diesem Drachen rumgeknabbert habe, das hat mich gerade am meisten gebumst im Kopf. Er geht einfach auf die Brücke, knallt den in den Nacken, der springt runter. Bei mir wäre der immer erstmal hoch und hätte Feuer gespien. What the fuck? Okay, wie macht er den jetzt? Einfach drauf? Oder? Oh mein Gott! Einfach nur die Laufattacke in den... Oh, oh. Er two-hittet den einfach. Er ist ja geisteskrank. Ja, 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 den Parierdolch hat er. Ach, der macht Dual-Wielding. Und dann Switch... Ah, ist das ein Parierdolch? Ich glaube, Mailbreaker, ja. Ich glaube, der ist zum Parieren, oder? Jetzt holt er einen Bogen raus. Hey, Cobra, what's up? Warum? Ja, was geht, Cobra? Dass sie einfach dabei streamen und nicht mal voll fokussiert sind. Ja gut, das meiste ist eh Masse Memory wahrscheinlich. Ist ja krass. Okay, Reload. Heimkehrknochen. Nicht Reload, er hat die Dings ge... Er hat sich noch nicht einmal an... So, jetzt levelt er mal. Okay. 22 Stärke, 18 Dexterity. Für welche Waffe? Also generell auch... Oh, ist ja... Der ist einfach nur krass. Ach ja, das Schwert hat er jetzt auch. Ach, für das Schwert. Ja, klar. Der hat einfach... Der hat einfach das Dings-Ritterschwert. Vor allem, das kriegst du ja auch nicht hier in Speedrun, ne? Muss man auch bedenken. Ist das jetzt ultra lucky so? Okay, er geht erstmal zurück. Okay. Stray Demon, okay. Ne, warte, er hatte eben... Ach, der wirft die weg. Der wirft alles weg, was er nicht braucht, damit er immer schnell... Insane Sleep Schedule. Holy Night Shit. Dann. Aber, lol, da sieht man ja auch, wie schnell oder langsam er im Vergleich war. Also zum Beispiel bei Gargoyles war er fast 2 Sekunden schneller als sonst, beziehungsweise hat ja sogar die 2 Sekunden beim Taurus-Demon wieder eingeholt, also 4 Sekunden. Der rennt einfach nackt mit dem Dings-Schwert rum. Das ist ja geisteskrank. Er haut über ihn weg? Okay. Okay, er guckt immer so komisch hoch. Der macht immer die Sprintattacke. Die macht anscheinend am meisten Damage. Ja. Come on, Stray. Okay, ich glaube, er ärgert sich, weil er immer die gleiche Attacke macht. Okay, da war er ja todesschnell. Oder? Oh, es wird nicht geupdatet. Hä? Er hat doch einen Stray Demon gemacht. Alter, die fallen sogar hin. Aber wie kriegt er denn immer die Sachen automatisch? Jetzt hat das erst gezählt mit dem Stray Demon, wenn er da weggeht. Okay. Er sammelt immer die Sachen automatisch auf. Ich muss da immer hingehen und die aufsammeln. Okay, den Magierring für 20% mehr Damage. Und den Seelenpfeil, ich glaube den mittleren. Sammelt man Dinge automatisch auf, Loot, was Gegner gedroppt haben, wenn man weggeht? Ich habe es halt nie ausprobiert. Okay, jetzt hat er das andere Black Knight Sword, also das normale, nicht das Great Sword. Und jetzt hat er ein Schild und den Mailbreaker. Okay. Vielleicht hat der Mailbreaker auch nur draußen... Weil er dann schneller rennt, weil es weniger Gewicht ist oder so. Aber dann könnte er einfach auch gar nichts anhaben. Okay, als nächstes Eisengolem. Hä, wie soll das denn gehen? Dann musst du erst die zweite Glocke läuten, oder nicht?
damit das überhaupt aufgeht in Takeshis Castle rein. Oder nicht? Warum guckt er zurück? Oh, jetzt passiert es, glaube ich. Ich glaube, jetzt passiert es. Okay, wofür hat er das gemacht? Er hat den gebacksteppt und komisch nach oben geguckt und ist kurz da ins Geländer geglitscht. Und jetzt hat er diese Sicht gehalten. Und ich glaube, dadurch konnte er jetzt in einem Stockwerk weiter unten durch eine Wand gehen und jetzt ist er in Takeshis Castle, weil er Fluglinie da reingerannt ist. Oder was oder wie? Hä? Das ist ja crazy. Das ist ja crazy. Aber Quelaag müsste er doch später noch machen, oder? All Bosses? Ja. Er ist ja crazy. Ich bin komplett, also. Von den Socken, Leute! So. Like, obviously, Asylum Demon is a nod to Demon's Souls Vanguard and then. Er weiß aber genau, wann die Kugel kommt. That reference, basically. Ja, mal ein bisschen Smalltalk nebenbei. And then you der ist einfach eine Viertelstunde im Game und hat vier Bosse erledigt. Oh Gott, es ist Asylum Demon, but bigger now and with explosions and stuff. It's kinda cool. Er quittet, so, um die Kugel zu dodgen. Like, insane. It's good design, but. Fire Sage ist just dumped and the reason for that is just because they didn't have the time for Ice. Hey, man kann einfach durchrennen, weil man einen kleinen Schlenker macht? Ey, I guess. Ich bin. Warum hat er jetzt den Mailbreaker wegge. I mean, ach, um ihn zur Seite zu slappen mit der Attacke? What? The way the work was already done with the area design and stuff, they kinda had to put something there. Er hat gerade den Mailbreaker abgelegt, damit er diesen Attack-Move hat, wo er den Gegner zur Seite schiebt mit der Faust. Was? Aber warum hat er den Mailbreaker ausgerüstet oft? Weil er benutzt ihn ja nie. Alter, was passiert hier? Das ist ja insane. So, und wie killt er jetzt den Iron Golem? Achso, er hat ja Magie gekauft. Ja. Aber er hat ja gar keine Intelligenz, oder? Hat er die ein bisschen geskillt? Der spielt doch nur mit den Seelen der Bosse meistens, ne? Hä? Will er den mit dem machen? Mit dem Bogen? Er wechselt, während er durch den Gegner rutscht. Kinda hard to say what way they intended things for Isolif. Hä? Nee, warte, jetzt muss ich mal pausieren. Er hat Bogen und Mailbreaker ausgerüstet. Rutscht durch. Rüstet das Greatsword aus. Macht eine Sprintattacke in den Fuß, macht 400 Schaden. Dann macht er das nochmal, macht nochmal 400 Schaden. Dann wechselt er das Greatsword auf den Bogen wieder und er ist tot. Hä? Okay, anscheinend ist das ein Glitch. Ornstein und Smaug als nächstes, das wird auf jeden Fall auch interessant. Alter Junge. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer.
Das, was man alles E-Sport machen kann, ne? Das ist so schön. Intelligenz gilt da jetzt. Warte mal, das will ich mir nochmal angucken. 24 Stärke, 10 Attunement, das sind die für mehr Zauberslots und Intelligenz auf 15. Und er hat jetzt Fall Control ausgerüstet. Das macht, dass er keinen Falldamage bekommt. Oder weniger. Ja, stimmt, er muss ja an den beiden Archern vorbei. Oder muss er vielleicht auch nicht? Okay, er macht es jetzt schon an, um den Fahrstuhl zu dodgen. Krass. Ja, macht Sinn. Warte mal, und er quittet, bevor er aufkommt. I mean, Und er dodgt gotta damit give die it to Prom. Gargoyle. If we didn't have Fire Sage this exact same way, we wouldn't have the Fire Sage Elevator Clip. Boah, das war knapp. Ich glaube, mit den Waffen, die er hat, und dass er die immer switcht, das muss doch irgendwas, also Glitchiges zu tun haben, oder? Weil ich check nicht, warum er manchmal diese Waffen ausrüstet und switcht und so. Alter, das ist gar nicht so leicht, wie es aussieht. Oh, den Sprung schafft man. Interessant, muss ich mir merken. Werde ich auch mal mich da rantasten vielleicht. So. Das ist ja geisteskrank. Iterative, you mean? Ich finde es halt krass, wie er dabei Smalltalk mit dem Chat. Das ist halt so ganz casual. Alter I Scheiße. barely even remember Also ja, wenn du das halt most jeden Tag of machst, it. klar. Aber für jemanden wie mich, der das jetzt das erste Mal sieht, gerade ganz frisch, nachdem er ja sich durchgeboxt hat, wieder Fall Control. So, er springt hier einfach runter. Wieder ausloggen? Nee, das ist easy. Hä? Aber ist wieder so komische Ansicht. Was geht ab, Alter? Er hat Nitro. Und jetzt kommt er durch die Tür, oder was? Nee. Er tastet sich, glaube ich, gerade hoch, die Treppen hoch. Ja. Jetzt ist er irgendwie unsichtbar. Oh mein Gott. Und jetzt versucht er damit. Kommt er damit durch die Tür? Dann könnte er die Maybe. Bogenschützen skippen. Could be true. I don't know. Kann man damit durch Wände? Ja, anscheinend. Don't know. You use good ideas too often and simply by themselves, just to have them, then they become bad. Jo, der geht zum Schmied und über den Schmied hoch. Okay, durchs Tor kommt er nicht. The fuck. Okay, übrigens wird die Zeit immer pausiert, wenn er reloadet. Was macht er hier? Hä? Was ist passiert? 13.000 Seelen. Purchase Item, Weaponsmith Box. Use of a Iron Golem. Use Core of an Iron Golem? Hä? Damit, also er hat jetzt die Eisengolem-Seele. Ach, guck mal, der hat die jetzt gerade verwendet. Die ist jetzt hell und er hat sie da hingelegt irgendwann, habe ich nicht mitbekommen. Und jetzt setzt er sie ein, hat das irgendwie geskippt, die Animation, ist am Traden, währenddessen wird die eingelöst. Nee, und das hier war jetzt auch ein Glitch, oder? Das war jetzt auch ein Glitch. Guck mal, er ist auf der Weaponsmith Box für 2000. Und während Use Core of an Iron Golem kommt, switcht er rüber auf Funkeltitanit. Like for example the swamp in Demon Souls when it was used for the Und first hat time. einfach, er hat einfach 25 Stück gehabt. Der hat einfach 29 Like for Funkeltitanit example gehabt. the Ja? swamp in Holy shit. Demon Souls when it was used for the first time like that. It's quite Das war echt ein experienced and Glitch. unique, I guess. Crazy. But by the time of Dark Souls 3 it was just Wie like findet man sowas raus? another swamp. Der hat vom Iron Golem, glaube ich, während er im Handelfenster ist, das Game so kaputt gemacht,
dass das irgendwie mehrmals eingesetzt wird. Aber ey, wirklich, wie finde ich. Und vor allem, wer fand das raus? Das ist ja auch so ein Ding. Wer sitzt da und verbringt seine Freizeit damit, sowas nach Möglichkeit herauszufinden? Jetzt hat er wieder immer den Mailbreaker auch noch an. Das war knapp. Okay. I think I would have maybe survived. Actually, I don't think so with the long shovel. But, yeah, I don't know how that hit me. Didn't hit me, rather. Insane. Insane. Der ist, jetzt kriegt er das Lord Vessel, bekommt er. Alter. Doch nicht, okay. Sie stirbt einfach instant. Portet sich zurück mit Heimkehrknochen und bekommt Lord Vessel. Okay. Wenn man sie killt, dann spart man sie einfach den ganzen... Oh, und jetzt hier alles Nacht und Dunkel. Das habe ich ja nie gemacht. Und dann kommt jetzt auch direkt Priscilla als nächstes oder Gwendolyn? Okay, er macht jetzt wieder das hier. Das ist so gestört. Der würde den Sprung überleben. Er relockt nicht deshalb, sondern er hätte jetzt wieder diese ganz dumme Kamera. Dafür reloadet er. Wie er auch einfach die ganze Zeit ohne Rüstung rumrennt. Es ist einfach... Ja, klar. Nochmal Fall Control. Okay. Es ist so heftig. Vor allem, wir sind ja jetzt noch echt... Also... Ach so. Ja, stimmt. Er will ja ins... Bild, ne? Ach, und den... Hat er das Item mitbenommen beim Stray Demon? Da, da kriegt man das doch, ne? Dass man hier überhaupt rein kann, oder? War das nicht so, diese Puppe? Okay. Ja, sie wird ja relativ easy, oder? Ja, wobei... Er kann halt schwer dodgen. Warum hat er sich eigentlich den Soul... Den Souls, Dings... Arrow gekauft. Er geht ja auf Magie. Auch den Ring, dass er 20% mehr... Ah ne, ich glaube, er hat den anderen Ring geholt, dass er das Dinge 20% länger anhalten. Zum Beispiel Fall Control. Es gibt da ja zwei Ringe zu kaufen. Okay. An in-universe explanation for multiplayer has gotten like a meme. Ja, hier runterspringen. Scheiß Hab hier. Allein hier gut zu dodgen und zu rollen, auf dem engen Ding, ist auch krank. Was braucht er da oben? Red Sign, bla bla bla. Der Boss, ah ne, es ist ja kein Boss, ne? Man kann da einfach stehen in der Luft. Aber der Dicke da oben, der zählt nicht als Boss. Okay. Alter. Wo kommt er denn her? Okay, wie killt er sie? So früh wie möglich anhitten. Durch den Pfeil sieht er sie. Der Pfeil steckt in ihr drin. Oh. Insane. Ja. Junge, wie casual alles auch abläuft. Ja, yeah, it's just kinda... They wanted to throw into the following games like all kinds of references to the original as Easter eggs and stuff like that.
and then leaning on the fact time is convoluted. Okay, jetzt gewinnt Nolin. Ja, aber dafür muss er ja runter. Achso, ja, macht er ja auch. But they just grossly misunderstood the... Okay, okay. Die denken sich auch einfach nur, hä, wo bin ich jetzt? Warum ist Priscilla jetzt noch nicht... Machen das Mods, tragen das Mods ein, oder... Braucht dieses Tool ein bisschen, hat das Delay? Hä, warum? Achso, weil er sie angeschossen hat, ist hier direkt auf. Okay. Also um die. Time travel plot. Gwinnewehr. Oh mein Gott. Okay. In. Okay. Sowas muss ärgerlich sein. Für den Speedrun. Er hat abgewartet, was er castet. Je nachdem geht er dann hinter die Säule oder geht noch näher ran. Alter, einfach der Bogen. Er two-hittet mit dem Schwert sie. Aber was ist denn, wenn er das Schwert nicht kriegt? Ne? Okay. Ultra viel Stärke. Gut. Und er kann jetzt teleportieren. Jetzt. Alter, was? Was? Er hat auf jeden Fall jetzt Rüstung an. Ich habe da gerade nichts mitbekommen. Ja, den Zugang ins Becken und neue Pfeile. Okay. Sehr viele Pfeile hat er gekauft. Jetzt hat er, glaube ich, wieder irgendwie rumgeglitscht, oder? Hä? Hä, was macht er denn? Immer diese Weaponsmith-Box? Aber währenddessen bewegte sich Return to the Last Bonfire. So, und dann kauft er das Tower Kite Shield. Nee, Pike, während er diese Animation macht. Ich glaube... It was just Volume 1 that was referring to Captain. Den dodgt er, klar. Das ist ja insane. Okay, was macht er jetzt mit dem Schwert? Den Ring legt er ab. Alter. Okay, er killt jetzt erstmal den Schmetterling. Die dodgt er alle. Alter. Halbe Stunde bald. Das dauert ganz schön lange. I mean, I do have 200 hours in it. Although a chunk of that is running around with Bino Boost, getting all the achievements in that game. Okay. Nee, was ist Princess Dusk? Ist doch die, die man fürs DLC befreit, oder? What is the deal, Captain? Oder nicht? Das ist insane, wie der hier durchrast. Es ist doch einfach nur insane. Ich würde halt gern wissen, was er gerade beim Händler genau gemacht hat. Das so einmal in Slow-Mo, aber dann, man sieht ja auch nicht mal, also man sieht ja, was er macht, klar, aber man kann nicht nachvollziehen, was dadurch passiert ist. Weil offensichtlich ja nicht das, was er da gemacht hat, sondern irgendwas anderes, weil es ein Glitch war. Aber das kann man halt hier nicht nachvollziehen. Wenn man das nicht mal erklärt bekommen hat. Oder kein Speedrun-Pro ist. What? Auf die... Er weiß ja mal, dass da die Brücke ist. Ja, klar. Ja, es ist wirklich die beim DLC. Okay, ja, Fall Control.
Jetzt kommt die Hydra. Er blockt sie mit einem 90%. Jetzt hat das Pike ausgerüstet, aber auch nicht. Hä? Jetzt hat er wieder den Mailbreaker. Ah, das Vieh ist tot! Also, warum switcht er immer so sein Equipment hin und her? Außer dem Roll. Oh, I guess I just press jump for one frame only. Or B for one frame only. Aha. Er ist einfach Level 40, ne? Nur er hat gar kein Leben. 1200 Damage. Ist das real? Oder ist das, hat er das Ding auch irgendwie, also, hä? Ja, gut, ist plus 5. Aber, hä? Alter. Warum? Ach, damit er den Ring aktiviert bekommt. Dadurch ist er low level, low life. Was ist das nochmal für ein Ring? Ja, ja, der triggert, wenn man wenig Leben hat. Ach, kriegt man dann kein Fall Damage? I guess some of the, those things still stuck around with like the memories of the. Oder man wird giants. Einfach nee, keine Ahnung. Oh yeah, I remember. Wie gechillt das einfach abläuft. Ja, irgendwas passiert, wenn er Falldamage kriegen würde. Das verhindert anscheinend der Ring. Weil Fall Control hat er ja nicht an. Ich glaube, er ist auch. Nee, okay, er hat jetzt Priscillas Seele reingetan. Auf den Slot. Und wieder sein Lieblingsschwert ausgerüstet. Weil er heilt sich auch nicht. Oh. Hä? Er hat Schaden bekommen. Jetzt nimmt er Heimkehrknochen. Oh, er ist richtig gut dabei. Ne? Okay. Hat Ringe geswitcht, klar. Mashallah. Das ist so beeindruckend, ey. Jetzt als nächstes Four Kings. Ja, der Typ ist jetzt echt hier. Er brauchte mit dem nicht reden. Achso, ja, der wäre ja schon eben hier. Das muss ich mir auch merken. Right 12. Episode 1. Es ist, es ist einfach heftig. Ich komme gerade nicht so richtig auf mein Leben klar. Krass, er wollte wieder den Ring aktivieren, hat dafür ein bisschen Falldamage kassiert. Aber das Beeindruckende ist, er weiß halt genau, wann er sich was zuziehen kann. Und es hängt ja auch mit seiner Lebensskillung zusammen. So wie viel Lebensskillt er, dass es genau immer so passt, dass er halt nicht stirbt, aber trotzdem dieser Ring dann getriggert wird, vor allem in dem jeweiligen Spielabschnitt. Er benutzt es ja mehrmals. Dass er eben den Fahrstuhl aktiviert, kurz da nochmal an den Rand geht und dann genau im richtigen Timing wieder drauf. Also ist ja einfach nur krass. Er ist jetzt ins Wasser, relockt und jetzt ist er unter Wasser, als wäre es abgelassen worden. Nee, hä? Doch! Er ist verbuggt. Krass. Ja, man kann ja hier das Wasser ablassen. Leute, er kann jetzt auch durch Wände gehen. Drop den Gargoyle-Helm? But why? Jetzt ist er ins Abyss gedroppt. Dings, ne? Was ist jetzt passiert? Was hat er gerade benutzt? Soul of Gwendolyn.
Ja, erstmal ein paar Seelen. Warum macht er 1700 Schaden mit der Waffe? Das ist doch nicht real. Ah, er hat's gedroppt als Ankerpunkt. Damit er weiß, wo die Mitte ist. No help is for Red Tearstone Ring. Red Tearstone Ring. Which is the glow that you see on my character. Red Tearstone Ring. Was macht der? Ja, was macht der? Boost Damage bei 5. Oh lol. Er macht 50% mehr Schaden, wenn er auf Low Life ist. Krass. Okay. Deswegen macht er 1700 Schaden mit dem Charge Attack hier. Alter. Okay, das ist ja einfach nur broken. Hä, aber er hat doch jetzt nur 2 gekillt. Er muss so 4 killen. Das ist die andere Schlange. Es ist nicht die oben beim Feuerbandschrein. Aber die kann auch das Herrschergefäß, Lord Vessel, platzieren. Dann geht er wieder in Darkwood Garden. Intelligenz gilt er jetzt. Wählt einen Fernkampfzauber aus. Wie heißt der nochmal? Ich will es halt immer am liebsten auf Deutsch sagen. Ich glaube, magisches Geschoss? Hm. Okay, und jetzt geht er zu Seth. Insane. Ist es eigentlich... Guck mal, den Butterfly hat er noch gar nicht gemacht, ne? Ja, den macht er instant danach. Was ist Guardian nochmal? Guardian? Oh, so die... Greatwood, killing Greatwood would have actually done something more. Yeah. Also, der einzige krasse Glitch jetzt bisher. I do watch sometimes. Ja, einmal wie er in Takeshis Castle gekommen ist. Dann jetzt eben, wie er zu den Four Kings gekommen ist. Das war krass. Aber. Leute, er kann das full blocken? Darüber hinaus. Gut, den Anno Londo hat er damit ein bisschen was gemacht. Oh lol. Und den Fahrstuhl hoch. Heines. Und jetzt heilt er sich. Nee. Er benutzt wieder Boss-Seelen. Einfach nur zum Leveln. Immer wenn es möglich ist. So. Jetzt muss er den killen fürs DLC. Auch ohne Ring macht man hier genug Damage. Okay. Alter, es dodged an, er dodged auch einfach alle. Holy shit. Work on restoring stuff like that. Depending on how restorable it is to a playable level. Ist dieses Menü rumgefrickel, Alter? Nee, das ist nicht irgendwie aus Langeweile oder dass man einfach so ein bisschen wie so ein Tick das macht. Das ist schon kontrolliert. Aber okay. Er lässt ihn wieder runterfahren. Ah ja, wir Fall Damage. Oh, sind das 20%? Jetzt. Wo ist er jetzt gelandet? Er ist aufs Geländer runtergesprungen, damit er jetzt an einem Ort ist, wo er eigentlich noch gar nicht hin kann. Und jetzt hat er auch die erste Seth-Begegnung gedodged, glaube ich. Wo man ja stirbt. Kein Falldamage. Relock, er wäre jetzt gestorben. Aber er relockt und ist dadurch nicht gestorben. Ist das bescheuert. So, Treppe. Ja, ich glaube, er benutzt echt den Dolch fürs Rennen irgendwie. Keine Ahnung. Aber manchmal ja auch nicht. Manchmal nimmt er das große Schwert. Und dann, ja, blockt er sogar damit oder will blocken für einen Notfall.
Warum hat er diesen scheiß Kackdolch immer? Und jetzt blockt er ja zum Beispiel auch gerade. Oder ist das einfach Langeweile? Alter. Was macht er jetzt? Er reloggt genau, wenn er stirbt. Das ist ja insane. I thought I was more further right. Es ist halt, also ich will gar nicht wissen, wie oft er das alles gemacht hat. Können wir uns danach bitte seinen ersten gelungenen Speedrun angucken? Der muss sich ja so gefreut haben. So, die Muschelboys. Alter, er kann halt wegen jeder Kleinigkeit jederzeit sterben. Aber es passiert nicht. Klar. Ja, das Übliche. 2500 Schaden. Hä? Das Muschelfies jetzt hier. Ja, moin. Juckt aber nicht. Alter. Oh, okay, das war jetzt nicht gut, Seth. Da hat er gerade jeglichen Vorsprung wieder verloren, ne? Oder lese ich das falsch? Hat er jetzt aufgeholt? Können wir jetzt mal beim nächsten drauf achten. 38, 52. Er hat jetzt, in 52 Sekunden ist das Vieh tot. I don't think Alter. I ever used the weapon art in Dark Souls 3. I played it. Können Leute wie er überhaupt diese Spiele noch normal spielen? Oh, bitter. Das kostet Zeit. Er hat einfach 100... Guckt euch seine Seelen an. Oh lol, ist es gar nicht. Dafür hat er den Great Heavy Soul Arrow. Nur für diesen Kampf. Und dafür hat er jetzt auch einen Ring kurz geswitcht, damit er 20% mehr magischen Schaden macht. But I think some people have. Jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Ah, doch. 38,52 stand da vorher. Okay, also ist es wirklich so, dass er jetzt ein bisschen zurückliegt. Ja, wie soll man das denn noch schneller machen? Also, hier passt ja jede Bewegung. Gut, er ist einmal da bei der Nebelwand ins Stocken geraten. Das hat schon krass Zeit gekostet. Es ist so krass. Alter. Aber was ist Guardian? Wieder auf die Brücke. Hey, letztes Mal hat er mehr Damage bekommen, oder? Ach, Guardian ist der erste DLC-Boss. Alter. Das ist so geil. Welcher Boss war nochmal Colormate? Ach, der Drache. Das ist so crazy. Great sword that looks like Artorias great sword. The Abyss Watcher great sword or whatever, I don't know what's called. Spielt er jetzt auch bis zum Ende mit dem fetten Schwert? Das Ding ist, that has that flip attack. Was passiert, wenn man das nicht kriegt? So, es ist ja nicht gewiss, dass man das bei dem Black Knight bekommt, oder? Why oder on doch? Earth would I ever use that? Ne? Weil ohne dem, was macht er denn dann? Benutzt dann einfach die nächstbeste Waffe. So, der ist ja sehr flink, ne? Okay, 4 Attacken und dann ist er auch schon fast tot. Junge, wie einfach alle Bosse two-shottet mit diesem Ring. Random Jumps for the win. Eieieiei.
Eieiei, plus 3, dreieinhalb. Das ist natürlich nicht gut. Das geht besser. Hide Body hat er jetzt gekauft. Damit zieht er weniger Aggro. Kann besser durchrennen, glaube ich. I guess it could be kind of funny in PvP. I don't really pay attention to PvP. Warum das jetzt? Damit die oben ein bisschen zurückgesetzt sind und er hier durchrennen kann, sonst stehen die ihm im Weg, wa? Krass. Weil die da halt diese enge Schneise runterkommen. Anscheinend kommt er da dann nicht durch. Und so hat er die gar nicht am Arsch. Ey, ist das crazy. Alter. So gestört. Ich bin ja gerade in meinem zweiten Run dabei, wo ich jetzt als Mage spiele. Also nicht New Game Plus, sondern halt nochmal einen extra Spielstand. Hä? Aber er hatte Full Control, hatte er das angehabt? Green Blossom braucht er, Firebomb, Lloyd's Talisman. Or two of the PKGS you can use. Ja, aber hat er Full Control an? Ich habe nicht mitbekommen, dass das angemacht hat. Like you know an enemy is coming towards you and you just time it perfectly so that the PKGS or two kills him or knocks him in the air, which is a pretty huge advantage for the start. Ja, auf jeden Fall bin ich gerade bei meinem zweiten Run und ich denke mir die ganze Zeit einfach nur so, holy shit, es könnte so einfach sein. Aber es sieht halt auch so einfach aus, aber es ist einfach so krass schwer. Also hier passt ja jede kleinste Bewegung. So, das hat er jetzt nur gemacht, dass da der Drache einmal ankommt. Gehe ich mal von aus. Crazy. Aber warum der Mailbreaker? Bitte, beantwortet mir die Frage. Ja, der ist immer am Start. Aber er macht damit nichts. So, Green Blossom war ja dafür da, dass Ausdauerregeneration krass erhöht wird. Das ist ja wahrscheinlich für Speedruns einfach das Item, oder? Weil du kannst halt, ja. Kannst halt schneller rennen. Aber er benutzt es nicht. Benutzt er es jetzt, bevor er durchgeht? Jetzt, okay. Alter. Dieses Schwert ist doch busted mit dem Ring. Vor allem, er macht ja auch so viel Schaden, dass er bei jeder Attacke auch den Boss staggert. Okay, hier war er jetzt richtig gut, oder? Ja, ich habe noch nicht ganz geschnallt. Was macht er jetzt? Hä? Like in Dark Souls 1 with this Battle of Stoicism, they try to offer that kind of experience of like one-on-one. Because that's not what the original invasion system was supposed to be like. Hey, das war doch gerade PvP, was er gemacht hat, wo er kurz rein ist. And then FromSoft just catered to that, because that's what people wanted and not like the kind of... Ich weiß halt nicht... Okay, jetzt gilt er richtig viel. Okay, ultra viel Int. Und jetzt kriegt er hier im DLC wahrscheinlich die richtig starken Zauber. Wobei, er hat ja sein Schwert, damit one-shottet er eh fast alles. Okay, also wieder Falldamage, dann geht er hier jetzt runter. Also kein Falldamage. Guck mal, jetzt leuchtet es auch unter den Füßen. Okay, krass, tötet ihn trotzdem. Ja, hört leise. Holy shit. Mental Gymnastics are insane. Also er hat jetzt Hide Body an, Hidden Body, nicht Hide. Und die rennen ihm trotzdem hinterher, aber ich glaube, die nehmen ihn erst später wahr, deswegen hat er da nicht so krasse Probleme. Er kann halt einfach an denen vorbeirennen. Guck. Ja. Oh lol. Ah, okay. Hä? Moin. Ach krass, man kann die, mit welcher Gegenstand war es? Das war doch eine Bombe. Nee, Lloyd's Talisman. Ach, dafür sind die da. Dass man die Gegner quasi beruhigt oder so. Und dann gibt er seinen Loot auch so her. Das ist ja geil.
Okay, ein Key. Der Typ hing gerade am Tisch fest. Auch so eine Sache, ne? Beachtet man gar nicht drauf, aber währenddessen wird er nicht engaged, weil der am Tisch festhängt. Oder es wegen Hidden Body. Nee, aber er sieht ihn ja. Ist crazy. So, nochmal. Oh lol. Okay, jetzt um über die Brücke zu kommen, wa? Als nächstes Manus, der schwerste Gegner, der schwerste Boss in Dark Souls 1. Jo. Ja, gerade gegen die Magier ist ja sehr nice. Holy shit, das hat er gut gemacht. So, hier kommt jetzt diese komische Schlachter oder was das ist, aber den dodgt er anscheinend auch. Jo. Nochmal Hidden Body. Nee, Fall Control, okay. Ah nee, da ist er. Lol. Aber er ist einfach zu langsam für ihn. So, jetzt reloggen. Aber was macht der vorher immer im Menü? Das macht er immer, wenn er runterfällt. Ach, er nutzt einfach die Zeit, in der er fällt, um Ringe auszurüsten, die er gleich braucht. Auch das, da hat ja jede Bewegung, jede kleinste Bewegung hat gesessen. Der ist Level 62 The jetzt. point is not to get better at the game by getting invaded. The point is to just get fucked over. Getting messed with in some way. Hä, warum? Wer diskutiert denn darüber, dass Invaden nervt und doof ist? Hä? Wenn ich invaded werde, dann ist das Schlimmste, dass ich halt daran sterbe, ein Menschlichkeit verliere und dann nicht mehr invaded werden kann. Like Hä? the best videos on YouTube when it comes to PvP are the ones where Weil die drehen sich people do um. stupid Ja, shit Dark to Beat, das ist troll die other people. krasseste. Das ist der krasseste PvE-Spell. PvP auch, aber also der. Das ist, da schickt man so eine ganze Salve ab. Das hat der Lutz immer gemacht in der PvP-Folge. Oh lol. Ist er jetzt auf 20%? Okay, jetzt hat er auf Bogen umgerüstet. Die lassen ihn irgendwie in Ruhe. Ist klar, kann man auch rüberspringen. Mutig. Jetzt hat er aber wieder das Schwert draußen. Und warum blockt er dabei beim Rennen? Damit er vielleicht mehr sieht, weil er das Schwert so hochhält? Lol, hier ist einfach übelster Shortcut. LOL! Man muss ja eigentlich durch Nebelwand. Oh. That was a nicer one. Bitter. Oh mein Gott. I know what I was thinking. Excuse me. Alter, wie habe ich den geschafft? Alter, sogar er. Oh, guck mal, was das für ein Riesenunterschied ist gerade zu allen anderen Bossen. Er musste ja viel mehr Attacken ausweichen, viel mehr den Boss respektieren. Lost 12 seconds. Was? Lost 12 That was pretty seconds? dumb RNG, especially if the scream at the start. But that other one was. What the fuck? Okay, That's anscheinend lief better. das jetzt ziemlich unlucky. Nee, 12 Sekunden noch nicht. Aber anscheinend war seine Pattern, ja, ich glaube, es heißt so. Welche Fähigkeiten von Manus eingesetzt wurden? Unlucky. Okay. So, jetzt holt er Kalamet vom Himmel. Jetzt sehe ich den auch mal. Hatte ich ja meine Rauschbrille auf. Alter, ich dachte einfach, der Bogen, was dachte ich, ist das? Eine Kette, eine Leine oder so, wo er dran ist? Alter. Okay. Dark Sign? Er hat der Dark Sign ausgerüstet? Okay. So, jetzt Kalamet. Ist einfach insane. Ich meine, es hat nicht mal eine Stunde, wie viele Bosse er schon geklatscht hat. Ja, aber ist halt echt verbunden mit viel Abusing. Von zum Beispiel diesem Schwert. Das hättest du schon aufsammeln können, ne? Ja gut, geht ja wahrscheinlich auch echt darum, nicht unnötigen Stuff im Inventar zu haben, damit man das immer gut managen kann. Oh, diesmal hat er ihn nicht gekillt. Hat er mal gedodged.
Ey, aber das so den ganzen Abend zu machen, wenn man es schon richtig drauf hat, das ist dann auch langweilig irgendwann, oder? Ich glaube, irgendwann ist das öde. It's kind of hard to force that on players. The options are there, SKB, and some people use them. But Jetzt ist most er of them genau are wieder auf Low Level, auf vulnerable. Low Life. Ausdauerregeneration wieder genutzt. Schön den Fuß. Okay. Krass. Fantastic. Er sagt Fantastic. Anscheinend war das gerade sehr lucky, wie der Drache sich bewegt hat. Er equippt alles um. Oh, my SMK on it being shit, what a surprise. Plus 7,5. Why? Er hat doch sogar gesagt, Fantastic. Hä, portet hin und her? Invade as random enemies, that would be kind of cool. Was passiert gerade? Das check ich ja gar nicht. Hä? Wieso ist er jetzt hier? Hä? Hä? Wo springt er runter? Oh. Den ballert er jetzt einfach mit Dark Bread, ja, dunkles Brot weg. Schwarzbrot, lecker. Ja, da brauche ich nicht Low Level sein. Den kann er inzwischen jetzt auch mit dem Spell einfach klatschen. Relock. Und runter. Wohin auch immer. Hä? Aha. Jetzt Gaping Dragon. Den wird er wahrscheinlich auch mit Dark Beat einfach wegballern. Alter. Jetzt quittet er nochmal, dass sie resetten und er nicht verfolgt wird. Crazy. Er geht wahrscheinlich weiter, während er eigentlich stoppt und reloggt, aber er drückt weiter nach vorne und geht er weiter in die Wand. Ja. Das war echt unglücklich, wie du gefettfingert hast. Ja, du. Ja, das hätte ich schon gedacht. So, das Level braucht halt schon sehr lange, ne? Wo man hier überall lang muss. Alter, was passiert? Hä? Er ärgert I sich? was holding the button. The entire time. Like I was dropping down, I held B and it jumped. The fuck? Also, man merkt ja auch, wie oft er sich ärgert, wie viele Fehler er macht, ne? Aber das sind halt so kleine Nuancen. Ciao. Er macht's nicht direkt, er wartet immer noch, bis er alles bekommt. Blighttown Key. That jump and the one fail I was Ach, Capra playing Demon war ja against. jetzt ultra schnell. Da hat er minus 7,3 geschafft. In time. Hä? Jetzt muss er sich öfter hinsetzen, dass er wieder Aufladung für seine Spells bekommt. Okay. Na gut. So, jetzt muss er durch die Katakomben. Da gehe ich auch davon aus, dass er da irgendwo durch eine Wand glitscht. Oder weil das ist ja auch. Oder na, wobei. Da kann man ja ultra weit runterspringen. Oh, ja doch. Wouldn't be too much of an issue if Manas and Calamite wouldn't be so terrible. Warum rennt er Wouldn't jetzt auch have zum been so Beispiel hier mit terrible. dem... Ja, nee, doch, It kinda alles gut. sucks when you live with like Warum hat das Dark one Sign second of some ausgerichtet? bullshit. Ausgerüstet? Das hat er auch noch nicht lange. Ich glaube, das hing damit zusammen, dass er da auf einmal bei der Undead-Burg wieder rauskam.
Junge, ich weiß nicht mehr vom letzten Mal. Ja, geht schneller. Alter. Vor allem, wie kommt der denn nach Pinwheel und Nito so schnell zu Quelaag? Hä? Bin ich gespannt. Na, wobei. Jo, und dann einfach reloggen, wenn er stirbt. Und schon ist er ganz unten. Aber da sind jetzt die ganzen Räder. Da stirbt man bestimmt häufig, oder? Als Speedrunner. Wenn er jetzt gleich einen in den Rücken bekommt. Krass. Ja gut, das geht doch ganz gut. Man sieht die früh genug. Wenn man schön im Vollsprint ist. Sind die jetzt immer noch hinter ihm? Nee, die kommen nicht durch den Nebelwand, ne? So. Dark Beat. Zack. Das macht halt so krass Damage, Close Range, weil so viele Kugeln auf einmal halt treffen. So. Ride of Kindling? Was? Achso. Das war eine der Masken, ne? Okay. Alter. Alter, wie genau er einfach gesteppt hat am Rand. Ey, was? So geisteskrank. Was kann der Klaus getting hit? Ja, war ein bisschen eng. Junge. Oh mein Gott. Yeah, I was on a break. Oh, da vorne die Stelle wird spannend. Kann man da einfach durchsprinten? Ja, ja, gehe ich von aus. I guess. Alter. Es ist so gestört. Oh, hier ist doch. Ja, hier weiß ich auch noch, wo ich hier war, ne? Mit den kleinen Kackkindern. Einfach durchrollen, klar. Ihr kriegt doch von hinten nichts ab. Also sie sind einfach zu slow. Wenn man so beherzt durchrusht, kommen die Mobs einfach nicht hinterher. So, Nito. Hidden Body hat er gemacht, okay. Ja, macht jetzt auch wieder Dark Beat einfach. Lol, er klärt einfach AOE-mäßig alles. Ach krass, wenn man da nah rangeht. Crazy. Ach. Mit dem Dark Sign teleportiert er sich zurück, ne? Ah. Aber dann verliert man alle Seelen, ne? War das nicht so? Hä, er hat den doch gar nicht befreit. Warum saß der da? Hä? Na gut. Ja, und jetzt? Ist korrekt. Mir kann kein Mensch erzählen, dass das nicht mit Alien zu tun hat. Wer kommt darauf? Wer kommt da drauf? Wer probiert das aus? Das ist doch irgendwie... Die da oben, die haben irgendjemandem das gesteckt und der hat seine Fresse gehalten und das weitergeleitet an uns. Hä, das ist doch insane! Some reason it looked off.
Naja, ich habe ja gesagt, wie kommt er so schnell zu Quelaag? Wo ist er? Alter. Das ist ja geisteskrank. Und man muss mal überlegen, dieses Spiel nur mit den wichtigen Bossen, die story-relevanten Bossen durchzuspielen, dauert 21 Minuten. Das ist halt... Er relockt halt die ganze Zeit, weil er sonst die ganze Zeit sterben würde. Point and then just falling off on the easiest part. Stuff. Ich frage mich, wenn Entwickler das sehen, sind die sauer? Weil letztendlich wird denen ja einfach nur vorgeführt, wo sie verkackt haben. Ja? Dass er halt genau hier landet, das ist so crazy. That was really bad. That fall off. Man muss halt, wenn man das plant, sich einfach top-down erstmal vorstellen, wie das World Design ist, ne? Damit man ja dann genau da Luftlinie hinkommt. Oh lol, die hält ja richtig viel aus. Krass. Krass. Hält ja echt viel aus. I should have gone more right. I forgot to practice that opening. Ja. When she does that, I wanna go right. Ich habe leider vergessen, das zu üben. Otherwise, she gets into that position. That position is bad. Jetzt hat er mal wieder sein Schwert dabei, ist auch schön. Oh lol, das hat ja auch genau gepasst, Alter. Warum relockt er jetzt? Probably gonna lose. Nochmal? 8 seconds or something, probably. Was macht der? Jetzt ist er einfach durchgefallen. Wer stellt sich da hin und sagt so, ich relock jetzt 3-4 Mal, bis ich durch den Boden vielleicht mal rutsche. Und der hittet den nächsten Boss. Was? Warte mal, da fehlt aber jetzt ein Boss, oder? Da fehlt doch ein Boss. Dieser Lava-Spinnen-Boss, der mich mega getriggert hat. Warum? Achso. Oder nicht? Battle of Stoic? Was? Jetzt kommt er wieder undead sonst wo raus, wa? Nee. Okay. Jetzt hat er übel viel Damage bekommen. Hä? Achso, weil er den Ring angezogen hat, womit er nur halb so viel Leben hat dann, ne? Aber mehr Zauberslots. Ne, er legt den ab. Hä? Ah doch, den Boss meine ich, den er jetzt macht. Okay. Das ist... Ja, it's a real sword. Keysless, okay. Alter. What just happened? Wrong up. Ich dachte, Keysless wäre der Tausendfüßler, aber dann ist das gar kein Boss. Keysless. Hm. So, da geht er jetzt einmal ran, macht Dark Beat und dadurch, dass er 50% mehr Schaden macht, ist es wahrscheinlich ein One-Hit. Ist das dumm. Das ist so geistig. Also wirklich. Aber er verliert ja die ganze Zeit Zeit. Aber beim Capra Demon hat er irgendwas. Irgendwas hat beim Capra Demon unnormal gut geklappt. Und jetzt müsste er. Warum macht er nichts? Ciao, zweimal. Mhm. Jetzt Bed of Chaos. Ist das crazy. Was passiert jetzt schon wieder? Reload, ne? Er überlebt es. Er hat sich aber gerade geärgert. Da war jetzt wieder irgendwas nicht korrekt. So, das hier ist
Centipede Demon? Ist das kein Boss? Zählt der nicht? Das ist doch auch ein Boss. War. Hm. Okay. Also er macht ihn, aber er ist da gar nicht aufgelistet. Warum nicht? Das war doch ein Boss, oder nicht? Wobei der Drache auf der Brücke war ja auch nicht aufgelistet, ne? Hm. Boah, hier ist wirklich die Auflösung komplett am Ende. Also, selbst bei mir ist das übelster Pixelbrei. Ich glaube, bei mir ist das gar nicht mal so viel schlimmer als bei euch jetzt. Crazy. Okay, bei denen rennt er einfach durch. Auch egal. Aber das Ding ist, er ist ja jetzt schon gleich am Ende. Und er hat ja die ganze Zeit... Richtet sich das nach seiner bisherigen Bestzeit oder richtet sich das nach der aktuellen Worldwide Bestzeit? Es kann auch sein, dass er beim Capra Demon so... Nee. Hm. Hm. Na gut. Vor allem, ich glaube, der Weltrekord ist ja jetzt gleich schon. Der Weltrekord. Because the way it was set up, I was looking directly into bei 1.3, ja, hier irgendwo, ich glaube 1.3.40 oder so, ist der Weltrekord. Wie macht man das denn? I intended to use it as a meme, because no one knew my face. But it actually helped me. I didn't mean that in a bad way, Skippy. Das ist... Also ich hätte auch mal Bock drauf, mich da so ranzutasten. Das wird natürlich, also, ewig dauern, oder, ne? So, wie macht er den jetzt? Krass. Feuerbomben hatte er dabei. Jetzt holt er den Bogen erstmal raus. Ah, nur damit er aimt. Er nutzt den Bogen nur, um genau zu wissen, wo, auf welche Wurzel er zielen muss, damit die Feuerbombe hittet. Alter. Nur bei dem, den habe ich auch gehasst. Weil das war einfach nur ein Rätselboss und kein... Na gut. Hier ist er aber auch krass drüber. Also was heißt krass drüber? Es summiert sich ja nicht. Es ist ja immer wieder das nächste Update. Ne? The ESA run was 2 years ago. July 2017. Last year I ran myself. You sorry. Sorry, fool. Lol. Magazine. Okay, also man kann auch einfach ohne den Wurm da rein, alles klar. Ah, it's gonna be like 44, if I don't get trolled by Knight. Because I'm not doing... wrong work. Der wird ja dann gleich noch realisieren, dass er einen Weltrekord hat. Dafür wirkt er noch sehr, sehr entspannt. Das wollte er! Junge, wie kann man denn bis zu diesem Punkt so gespielt haben, nur um zu wissen, dass hier der eine Schwarzritter einem Rücken stechen würde und man dann auf ein Leben ist, damit der Ring aktiviert? Das ist doch geistig! Ist phänomenal. So, er hat nur eine Minute. Gwyn habe ich jetzt tatsächlich im Nachhinein gemerkt, den kann man halt die ganze Zeit parieren. Aber er wird den einfach mit Dark B two-shotten.
mit dem Ring hier. Das ist halt so dumm. Was für eine dumme Scheiße. Ich brauche diesen Ring auch für jeden Bossfight. So, wird er vielleicht parieren? Ja. Sogar den Charge Attack kann man parieren. Only two streams and it's coming back. Vier Millisekunden ist er besser als der Goddess of God runs. Was ist der Run with? No, it's not the one with the 11 minute stream, that would be stupid. Das ist so krass, Mann. Literally unbeatable. Ugh. Aber ich meine, es gab mehrere Stellen, wo er sich geärgert hat. Ja, Leute, das war geil. Simon Desio und seine, ja, der betrügt seine Zuschauer, ja. Ja, das war eine Runde. Alter, ich bin irgendwie mental gerade echt aufgebraucht. Das war heftig. Wir haben uns gerade einen Dark Souls Speedrun angeguckt und es war eigentlich so, wie ich es erwartet habe. Bin komplett bedient. Insane. Nice. Dann haben wir es auch mal abgehakt und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüssi.